Wow, 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 liebe Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen am Dienstag. Warum der Dienstag? Weil ich mich für meinen nächsten Gast, der wirklich sehr, sehr, sehr viel zu tun hat, wie viele seiner Arbeitsgruppierung, habe ich mich auch extra schön gemacht. Muss wirklich sagen, ich habe mich extra weiß angezogen, meine lieben Damen und Herren. Das mache ich nicht nur für ihn, sondern auch für Sie. Ich habe mich auch seriös dieses Mal mit Brille. Dann schaue ich auch ein bisschen, ein wenig intelligenter aus. Oft bringt es bei mir ja nichts mehr, aber mei, so ist es halt. Meine lieben Damen und Herren, ich möchte erst einmal darauf hinweisen, heute ist Dienstag. Wir sind ungefähr jetzt 15 Tage daheim. Und ganz wichtig ist es, das Wetter ist schön und uns geht's gut. Ich glaube, das heutige Thema, also die letzte Sendung war ja mit Daniel Neuner, Daniel Schnitzer, war sehr interessant, aber war auf jeden Fall definitiv mehr Comedy als Information. Und heute kommen wir zu einem ganz interessanten Thema, zu einem Garmisch-Partenkirchener, der sehr, sehr viel erlebt hat. Und was er erlebt hat und um was es jetzt alles geht, da werde ich jetzt Sie, liebe Damen und Herren, mal ganz kurz prüfen. Wer kennt denn diese Sendung? Wer kennt diese Sendung? Genau, Niptak war eins meiner Lieblingssendungen damals vor 3, 4, 5 Jahren. Und der Gast heute, ja, was ist er? Er ist Mediziner. Er ist Motorradfahrer, er ist komplett tätowiert. Ich durfte, ich habe ihn noch in Anführungsstrichen nackig kennenlernen dürfen. Jetzt ist er komplett tätowiert, fährt alle Bikes, die ich geil finde, ist ein toller Mensch und auch noch ein toller Mediziner. Herzlich willkommen, Dr. Peter Neumann. Peter, jetzt bist du am Start. Marco, grüß dich. Wie geht's dir? Gut, alles soweit bestens. Ach Peter, du, ich sag ja, du hast ja sehr viele Leidenschaften, die uns verbinden. Das ist A, das Tätowieren und B, das Motorradfahren. Was wir übrigens immer noch nicht geschafft haben, zusammen zum Motorrad zu fahren. Doch einmal kurz, oder? Wo haben wir uns denn gesehen? Ja klar, ja, beim Gentleman's Ride. Gentleman's Ride. Gemeinsam fahren, aber ansonsten ist das echt der Schande, da hast du recht. Leider. So Peter, wie du weißt, du hast ja schon die ein oder andere Sendung gesehen, wir fangen erst einmal an mit einem Prost und dieses Mal, liebe Damen und Herren, ich bin heute wieder sehr regional unterwegs, der Peter aber auch, der Peter auf eine andere Art und Weise, im Vorgespräch hat er mir schon gesagt, warum. Ich trinke heute mal ein Radler, Ettaler, und was trinkst du Peter? Bei mir ist Tee unter der Woche, weil beruflich muss ich einfach ein bisschen schauen. Bei mir kann es ja sein, dass ich auch einmal schnell wirklich gucki-zucki nach München muss in die Praxis. Ja. Und von dem her gibt es dann unter der Woche immer nichts Alkoholisches. Peter, lass uns ganz kurz dein bewegtes Leben. Nicht nur bewegt, sondern auch sehr interessant, muss ich sagen. Fangen wir mal an. Wo ist er denn geboren, unser Peter? Also ich bin noch ein echter Garmischer sozusagen. Das heißt, als 68er im März bin ich noch im alten Garmischer Krankenhaus geboren. Ich glaube, die ersten nicht mehr so richtigen Garmischer hat es ja dann im August gegeben oder so. Da sind die dann umgezogen, wenn mich nicht alles täuscht. Insofern. Oh, also, da sind ja einige neidisch. Also ein Herr Neuner, der hätte, wenn er die Wahl gehabt hätte, sicher wäre er lieber im Garmischer Krankenhaus geboren worden. Aber du hast es dir ja auch nicht ausgesucht, sondern du bist ein richtiger Garmischer. Eltern ja, auch von hier? Naja, das ist so ein bisschen ein Mischmasch. Witzigerweise sowohl bei mir als bei meiner Frau ist die andere Hälfte aus Berlin gekommen sozusagen. Das war halt damals der Weltkrieg schuld, mehr oder weniger. Ja. Mein Vater, der ist in Berlin geboren und ist praktisch ausgebombt gewesen und dann sind die irgendwie über Dörfen, wo es jemand kennt haben und dann über irgendeine Annonce Wohnungstausch in Garmisch-Partenkirchen gelandet. Nein, du und also du bist definitiv in Garmisch geboren und dann auch aufgewachsen oder war das noch irgendwo anders? Das eher mit größeren Umwegen sozusagen. Das heißt, ich bin zwar hier geboren, habe aber dann eigentlich als Kleinkind schon erst einmal am Bodensee gelebt, weil mein Vater in Friedrichshafen gearbeitet hat. Was hat er beruflich gemacht? Der war bei IBM, also Computer.
beziehungsweise damals, ja, das ist ja mit Lochkarten angegangen, wo ich geboren wurde, mehr oder weniger, ja. Da war der Computer IBM. weit weg, genau. Wahnsinn, Wahnsinn. Also Bodensee, erste Station, Garmisch geboren, gleich am Bodensee. Wie ging es weiter? Bodensee wahrscheinlich Kindergarten, oder? Ja, Kindergarten ist ausgefallen, weil ich habe meine Eltern, glaube ich, erst einmal ein bisschen Sorgen gemacht. Das heißt, kurz nach meiner Geburt bin ich erst einmal hier in der Garmischer Kinderklinik gelandet mit so extremen Herzfrequenzen, dass die gar nicht so richtig gewusst haben, was los ist. Dann hat es natürlich auch danach, ich glaube, ich bin da so richtig für 3, 4 Wochen stationär gewesen, bis das dann einigermaßen sich dann von allein, glaube ich, gegeben hat. Und dann hat es ja geheißen, der Bub hat einen Herzfehler und dann bin ich natürlich entsprechend auch umsorgt aufgewachsen und dann war natürlich Kindergarten nichts. Du hast den ersten, obwohl Kindergarten, ich kann mich nicht mehr so daran erinnern, aber ich bin nie gern in die Schule oder in den Kindergarten gegangen. Ich weiß nicht warum. Man merkt ja, vielleicht auch. Die Schule war natürlich bei mir dann mehr oder weniger der Kulturschock, dadurch, dass ich also ja nicht gewohnt war, überhaupt von der Mama weg zu sein sozusagen. Kann ich mich noch entsinnen. Schul bin ich dann gekommen in Tutzing am Starnberger See. Und ja, das war furchtbar. Also irgendwie so Dinge machen wie irgendwelche Sachen da zeichnen und so. Da kann ich mich noch dran erinnern, da habe ich mir richtig schwer da. Das fand ich alles grauenhaft am Anfang. Ach, und Tutzing, wie lange? Wie lange warst du schulisch gesehen in Tutzing? Ja, da waren wir dann auch 3, 4 Jahre, aber ich bin da nur in der ersten Klasse gewesen. Dann ging die Reise weiter nach Augsburg. Ja, sag einmal. 3 Jahre, also die anderen 3 Jahre dann Volksschule in Augsburg gewesen, am Roten Tor. Das ist gleich ums Eck von der Puppenkiste gewesen, da kann ich mich noch dran erinnern. Okay. Aber war das immer dadurch bedingt, also man hört sich, Entschuldigung, der Vergleich, aber es hört sich so an, als wäre der Papa Soldat gewesen, weil auch die Soldatenkinder mussten ja immer früher umziehen. Ja. Warum diese ewigen Stationen und diese vielen? Bei so Großfirmen war das tatsächlich so, dass der halt über die Karriereleiter einfach relativ häufige Jobwechsel hatte. Und insofern, habe ich dann... Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel, aber insgesamt mindestens 6 oder 7 Schulen besucht, bis ich da endlich durch war. Welche Periode war denn das, lieber Peter, ungefähr? Das war noch Friedrichshafen-Zeit, würde ich sagen. Da haben wir aber in Garmisch immer so kleine Ferienwohnungen oder irgend sowas gehabt. Und sind heute halt am Wochenende oder im Urlaub dann schon immer hier gewesen sozusagen. Ich finde, die Kopfform, sieht man ja hier gut, ist gleich geblieben. Ja. Das ist ganz witzig, weil... Vor allem, wenn man weiß, wie es weitergeht jetzt, deine Lebensgeschichte, finde ich diesen Helmwahnsinn. Genau, wenn du jetzt überlegst, das ist ja dann irgendwie Anfang der 70er gewesen, dass mir meine Eltern da schon so einen Helm verpasst haben. Wir erzählen noch nichts. Habe ich dann Jahre später nochmal gekauft. Ach so, ja, geil. Du... Und von der Puppenkiste, warst du dann selber mal in der Puppenkiste? Nee, oder? Doch, doch, da hat es immer jedes Jahr einmal einen Schulausflug gegeben. Da sind wir ja nur 5 Minuten zu Fuß unterwegs gewesen, sozusagen. Erzähl mir mal das. Also die Augsburger Puppenkiste, gell? So Urmele und so. Sieht man die Darsteller, die Puppen, also wenn du jetzt live dabei bist, siehst du die Darsteller, wie sie die Puppen bewegen oder siehst du die nicht? Also, das ist ja alles lang her und so ganz genau weiß ich es auch nicht mehr. Aber also meines Wissens nach siehst du nichts von den Darstellern, aber du hast halt die Fäden von die Marionetten gesehen. Aber sonst war das schon so gemacht, dass du eigentlich da nichts siehst von den Leuten. Okay. Augsburg, zum Glück bist du deinem Dialekt treu geblieben. Also bis jetzt, Augsburger hat ja schon fast was... Also Augsburger, ich weiß, sie sind Bayern, Oberbayern, aber ich finde, vom Dialekt her sind es keine Bayern. Du bist dem Dialekt treu geblieben, also gepflegtes, niveauvolles Bayerisch zum Glück, oder? Ja, zumindest daheim schon, ja. Ja. Wie ging es weiter nach Augsburg? Dann ging es über einen großen Teich sozusagen. Das heißt, wir sind dann samt Family 3 Jahre nach USA. Und, wie alt ungefähr? Wie alt warst du ungefähr? Ja, das war dann, lass mich überlegen, 6., 7., 8. Klasse, also da war ich dann so 11, 12, 13. Jawohl. 14. Ja, genau. Und das war eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Und das war für mich auch,
glaube ich, so ein bisschen auch der Wendepunkt vom Schulischen her. Also ich bin ja dann in Augsburg noch ein Jahr aufs Gymnasium, aber da kann ich mich auch entsinnen, da habe ich mir relativ hart da am Anfang, das war ja auch noch ganz anders. Da bist du ja im Pausenhof um die Großen wirklich, hast den großen Bogen rumgemacht, dass du kein Weitschen gekriegt hast, mehr oder weniger, wenn ich mir überlege, wo wir dann zum Schluss im Werdenfels Abi gemacht haben. Da, wenn du unten im Erdgeschoss durch den Gang gegangen bist, da hast du ja aufpassen müssen, dass der keiner von den kleinen U-Hackerl hinterher schießt oder so. Also von dem her. Also ich wurde im Werdenfels von den Großen in den Brunnen geschmissen, ungefähr jede zweite Pause. Genau, also. So war das bei uns. Ja. Und dann, wie gesagt, USA. Und das war für mich insofern ganz cool, weil ich dann in der Schule erst einmal wieder in die Volksschule gekommen bin, weil die 6 Jahre Elementary School haben. Und da hat mir praktisch wirklich dann das eine Jahr eigentlich gelangt, um Englisch zu lernen, weil einfach das in dem Alter relativ problemlos halt geht. Und dann ging es halt weiter, dann kommt ja bei denen ist die sogenannte Junior High School. Und das ist ja vom Schulsystem schon alles so ein bisschen anders gemacht, sodass da eigentlich frühzeitiger auf Selbstständigkeit getrimmt wirst. Und dann auch ja, so ein bisschen leistungsbezogener, das heißt, da kannst halt dann je nachdem, wenn du in einem Fach besser bist, in eine höhere Klasse gehen und wenn du in einem anderen Fach Schwierigkeiten hast, dann bist du halt da ein bisschen weiter unten. Und zusätzlich gibt es da drüben auch ein Fach, das nennt sich Studying Skills. Also da haben sie da als Kind mehr oder weniger, was ich hier eigentlich in Deutschland immer vermisst habe, schon so ein bisschen beigebracht, wie man sich einem Lernen leichter tut. Und insofern bin ich dann eigentlich relativ fit aus USA wieder zurückgekommen. Und ja, dann hat es geheißen, ja, mal schauen, und Ettal wäre ja was, da kann ich mich noch entsinnen, da habe ich mich dann mit Händ und Fürst gesträubt, mehr oder weniger, weil da wollte ich sicher überhaupt nicht hin. Da bin ich zwar dann, glaube ich, auch nochmal beim Gespräch gelandet und dann habe ich aber schon gesagt, also da kommt nicht in Frage, da gehe ich nicht hin. Und umgekehrt im Werdenfels hieß es dann, ja, aus USA und so weiter, da muss er sicherlich einmal ein Jahr zurück. Und das habe ich aber dann auch nicht eingesehen. Und dann kann ich mich noch entsinnen, da war, glaube ich, Frau Strobel war da Direktorin. Die hat mir dann angeboten, dass ich also einmal ja jetzt praktisch normal in meinen Jahrgang gehen kann und einmal ein halbes Jahr auf Probe. Und das war aber dann kein Problem. Insofern hat das dann ganz gut gepasst. Das Witzige ist, du hast ja sehr viele Schulen besuchen müssen. Bei mir war es ja leider so, auch müssen, aber bei mir war es nicht, weil ich umgezogen bin, sondern weil mein schulisches, ja, wie soll ich sagen, meine Auffassung der Schule war vielleicht anders als von allen anderen. Ich musste dann auch fast auf Ettal, habe aber zum Glück diesen blöden Test nicht geschafft, durfte dann auch zum ersten Mal aufs Werdenfels, wo dann meine Karriere als Brunnentaucher begann. Wie waren das? Es gibt ja Menschen, sagen wir mal so, ich kann aus eigener Erfahrung sprechen, wenn du immer umziehst, wenn du immer in neue Klassen kommst, die einen stärkt es, die anderen gehen dabei ein bisschen ein. Was für Typ warst du? Also, das war für mich schon schwierig, wo ich noch klar war, sage ich jetzt einmal. Weil du bist immer der Neue, lässt deine Freunde zurück, fängst wieder von vorn an. Ja. Und das war schon nicht einfach, muss ich sagen. Aber umgekehrt, wie ich es vorher schon angedeutet habe, nicht nur schulisch, sondern generell einfach einmal vielleicht ein bisschen Horizont erweitert im Ausland. Da bin ich eigentlich gestärkt zurückgekommen, muss ich sagen. Und wo warst du in den USA? Bitte? Wo warst du in den USA? Wir waren in Greenwich, Connecticut. Das ist ungefähr eine Autostunde von Manhattan weg, also an der Ostküste. Das war ein glücklicher Zufall, muss man sagen, weil das wiederum eine relativ wohlhabende Gemeinde ist, also im New Yorker Speckgürtel. Und damit war auch das öffentliche Schulsystem gut. Das ist ja normalerweise in den USA ein Problem. Ja. Das heißt, wenn du jetzt da irgendwo, was weiß ich, auf dem Land in Alabama landest oder sonst wo, dann hätte ich wahrscheinlich natürlich Schwierigkeiten gehabt mit der Schule. Aber dadurch, dass das eben Ostküste New England war, hat das eigentlich alles ganz gut gepasst. Und da bin ich eigentlich doch eher selbstbewusst zurückgekommen. Das ja, hat sich auch darin gezeigt, wahrscheinlich einfach, weil ich ja immer schon dann gut im Blätter herreden war, dass ich relativ zügig dann, obwohl mich eigentlich gar keiner kennt hat, schon Schulsprecher war. Cool. Mit unserer neuen Bürgermeisterin zusammen im Übrigen.
Ach, mit der Frau Dr. Meierhofer? Nein, mit unserer Neuen. Mit der Sissi. Genau. Ach, ich dachte, sie ist älter als du. Hoffentlich sieht sie es nicht. Ja, Freilich ist die älter. Aber das war ja immer so, dass du aus verschiedenen Jahrgangsstufen praktisch zwei oder drei Leute gehabt hast, die dann Schulsprecher waren. So irgendwie war das am Ende. Du siehst es ja nicht. Momentan auch Fabio Cinelli, der weiß zufällig, wer dein T-Shirt gedruckt hat. Der Oberlandler. Schreibt er gerade. Du, bei diesem folgenden Bild musst du mir kurz was zeigen. Ich denke, wir sind so in der Periode US und A. Kann ich aber nur daraus schließen, der Hintergrund des Autos schließt auf USA. Das Fahrrad, ein klassisches BMX-Rad, definitiv. Die Mütze und die Schuhe aber allerdings, die musst du aus Deutschland mitgebracht haben, oder? Was sagst du? Also ich schaue, ich glaube... Also der Anorak, also ja, sure, ja, das ist gut. Das waren, die habe ich mir schicken lassen von der Oma, das waren Formel 1, die haben hinten so einen Spoiler gehabt, die fand ich super, da war ich total begeistert. Und das ist ein Bronco, oder? Das ist ein Ford Bronco, Das war klar, USA, unser Radl war eigentlich sogar mein erstes Radl, weil wie gesagt, ich bin da ein sehr behütetes Kind aufgewachsen. Ich habe also nicht einmal mit dem Radl in die Schule fahren dürfen, das ist dann erst in den USA gegangen, dass ich mir dann einmal ein Radl habe wünschen dürfen sozusagen. Ach so, du hast quasi in Augsburg nicht zur Schule fahren dürfen mit dem Radl, aber in den USA schon. Nein, genau so. In den USA ist ja so, da heute ja, so wie man das in die Filme sieht, der gelbe Schulbus praktisch von der Hauseinfahrt ab, mehr oder weniger. Stimmt. Du, dann Steilkarriere im Wernfels, gleich Schülersprecher. Wir befinden uns jetzt im Alter, ich würde jetzt mal 16, 17 sagen, oder? Ja, 15, 16. Ja, 15 bin ich zurückgekommen, sowas, genau. Hast du dann endlich, sagen wir mal so, deine Ruhe im Sinne von Schulwechsel gefunden oder kam jetzt noch ein Wechsel? Nein, das hat dann passt, Gott sei Dank. Also im Endeffekt bin ich dann von der 9. weg bis zum Abitur dann im Werdenfels gewesen. War das ein Alter, wo ich sage, warst du da schon weg vom Abitur? Weil das finde ich ein sensationelles Foto. Das ist Wahnsinn. Das war die Schulzeit. Das wird so 11., 12. Klasse gewesen sein, schätze ich jetzt mal. Wir hatten ja beide noch dasselbe Schulsystem. Du hattest auch Leistungskurse und jetzt sag bitte, dass du Biologie hattest. Ja, aber nur als Leistungskurs habe ich gehabt Englisch, weil das war natürlich eine gemeine Wiesen. Und Chemie, weil das hat mir eigentlich auch Spaß gemacht. Das war ganz okay. Chemie? Ja, wobei im Abi war es dann mühsam, aber also bei der Abiturprüfung selber, aber ansonsten Chemie fand ich immer ganz gut. So, Abitur, welchen Schnitt haben wir denn gehabt? Also ich habe schon mehrere Schnitte, der Herr Fleischmann war 3,0, ich war 3,4, jetzt bin ich gespannt. Ja, ich meine, ich habe dann Medizin studiert und habe mir dadurch dann leichter getan, ich habe 1,5er Abi gehabt. Also wow! Das ist aber wirklich, also ich war jetzt nie irgendwie Klassenbester oder Oberstreber oder so, sondern ich habe einfach das Glück gehabt, dass ich in USA ein bisschen gemerkt habe, wie das funktioniert. Und am Ende ist ja unser Schulsystem, gerade wenn du das heute anschaust, wird ja immer schlimmer, ist ja schwierig. Auch wenn ich so zurückdenke, das ist ja nicht immer alles hundertprozentig objektiv, wie da die Benotung läuft. Und wenn du aber mal praktisch oben schwimmst, dann schwimmst du da ganz gut sozusagen. Ja? Erzähl's mir. Ich bin nie oben geschwommen. Ich war nur im Sport, war ich oben. Sonst nie eigentlich. Ja, das glaube ich dir. Hat sich eigentlich, schön, dass ich zu dazwischen frage, was hast du damals so, ich frage die Frage gleich, wirst gleich wissen, warum, was hast du damals in deiner Freizeit so gemacht? Neben der Schule, so mit 17, 18? Ja, du, ich war immer schon vorher am Alpsee sozusagen, weil das auch der Freundeskreis ist. Und insofern, Segeln am Alpsee, das war eigentlich im Sommer so mein Haupthobby, muss ich sagen. Das hat mir richtig Spaß gemacht. Das geht auch weiter zurück. Ich habe also praktisch, mein Vater hat auch schon, weil wir vorher bei dem Helm waren, so ein Boot mit einem Stars and Stripes Segel gehabt, bevor wir überhaupt nach USA gegangen sind. Das war legendär damals auch.
Und dann sind wir auch in den USA an den Wochenenden immer Regatten gesegelt, auch am Atlantik mit ein bisschen am größeren noch. Und dann habe ich mir also da als Jugendlicher eigentlich schon so ein bisschen einen Jugendtraum verwirklicht und dann mein eigenes Segelboot am Alpsee oben gehabt. Aber darf man das eigentlich am Alpsee oben, so mit dem Katamaran? Naja, das ist so. Naja. Ja, also es ist ja so, Bayerische Seenordnung ist ja öffentliches Gewässer. Aber am Ende des Tages war das bei uns natürlich so, dass wir da so eine Art kleinen Segelclub gehabt haben, weil wir einfach mit der Inhaberfamilie gut befreundet sind. So, wir kommen zum Thema Segeln. Was haben wir im Winter gemacht, mein Guter? Waren wir Skifahrer, oder? Im Winter waren wir Skifahrer, wobei da war ich anfangs nicht so wirklich glorreich. Sprich, ich bin ja in die 3 Jahre, in denen ich in den USA war, eigentlich gar nicht beim Skifahren gewesen oder nur einmal irgendwie 2 Tage oder so, wenn ich mich richtig entsinne. Und da waren ja die anderen hier aus meinem Freundeskreis alle hoch engagiert im Skiclub. Insofern, so ein bisschen vernünftig Skifahren habe ich eigentlich erst als Student gelernt, muss ich sagen. Ja, ich bin zwar natürlich als Jugendlicher oder als Schüler dann logischerweise immer beim Skifahren gewesen, aber wenn ich da so schaue, wie meine Freunde gefahren sind, dann war das eher ein Armutszeugnis. Ich hab jetzt gehofft, dass du für die nächste Frage so ein bisschen jetzt mit deinen Antworten in diese Richtung, die ich favorisiere. Okay, jetzt stelle ich es einfach gerade aus, die Frage, bist du ein Handwerker gewesen, ein Heimwerker, hast du dir Sachen selber gebaut, hast du dein Segelboot selber geflickt oder warst du immer einer, der das gerne machen hat lassen? Du weißt wahrscheinlich, warum ich jetzt auf dieses Thema hinaus will. Wir verraten ja noch nichts. Also ja, sagen wir mal so, ich war immer schon ein Tüftler auf alle Fälle. Okay. Also, was weiß ich, ich habe als Kind so komische Revell-Modellbausätze zusammenbastelt und dann mit feinsten Pinselchen versucht, es zu bemalen. Und bis da die Aufkleberchen draufgefummelt hast, hättest du ja verrückt werden können normalerweise. Aber sowas hat mir eigentlich Spaß gemacht. Handwerker jetzt im Sinne von, dass ich jetzt irgendwelche gröberen Sachen gescheit gemacht hätte, das eher nicht. Eher so der Bastler und Tüftler. Engel Amy, Grüße aus Neumarkt, Oberpfalz soll ich sagen. Petra Appel, bisserl alte Heimat, Grüße aus Hessen. Simone Ludwig, ist das ein Schönheitschirurg? Das werden wir jetzt gleich sehen. Wie cool ist der denn? Wow. Apropos cool, also die Simone Ludwig, die spielt mir jetzt gerade unheimlich in die Karten. Denn ich habe mich sehr über folgendes Foto gefreut. Ich muss sagen, bitte Peter, nimm es mir nicht übel. Ich finde, dieses Foto ist einfach Wahnsinn. Und es gibt ja in Garmisch-Partenkirchen immer so diese Gaper Day und so weiter. Und da werde ich dich als mein Modi-Berater definitiv engagieren, denn du warst ja auch Model. Ah, das war ja allerdings nur sehr kurz und sehr low budget. Ja. Egal. Für was war das? Natürlich, wenn du dir die Haarpracht anschaust, da hat sich einiges geändert. Wahnsinn. Und ansonsten, ich kann mich gar nicht mehr so gut erinnern. Ich weiß nicht einmal mehr, wie das Label heißt, aber irgendwie über Bekannte sind wir da dran gekommen. Ich habe ja immer schon versucht, halbwegs, sagen wir mal, clevere Jobs als Schüler und als Student an Land zu ziehen, wo ich mich nicht unter Wert verkaufen muss, sozusagen. Und da hat es auch mit damals im Vergleich jetzt zu dem, was die anderen irgendwie beim McDonald's an der Kasse verdient haben, eine ganz gute Kohle gegeben. Ja. Und von dem her, das war aber nur eine sehr kurze Laufbahn. So, wir sind jetzt mit dem Abitur schon fertig. Der Peter ist nebenbei Model, hat er 1,5er Abi. Wusste er denn schon, in welche Richtung er gehen wird, während er die Abiturprüfung schrieb? Nicht wirklich. Und im Endeffekt, wir sind ja eigentlich der ganze Jahrgang ist ja, wenn ich mir das überlege, relativ planlos dann irgendwie dagestanden. Das ist ja also ein Thema, das eigentlich relativ unvorbereitet mit deinem Abi in der Hand da aus der Schule rausgehst. Bei mir war es ja so, dass mir dann der Vater recht einen Druck gemacht hat, was natürlich im Endeffekt rückblickend auch sinnvoll war, sage ich jetzt einmal. Und der wollte aber von Medizin überhaupt gar nichts hören, sozusagen. Und der fand das furchtbar und hätte immer gern gesehen, dass ich auch so ein bisschen so in die Computerrichtung gehe.
Und dann bin ich aber erst einmal in die Lehre gegangen als Industriekaufmann, bin also wieder in Augsburg gelandet für 1,5 Jahre. Habe Industriekaufmann gemacht, unter der Überlegung, dass ich danach dann vielleicht Jura studiere, und dann habe ich praktisch so ein bisschen Betriebswirtschaft und Jura kombiniert. Und dann fand ich das aber so langweilig und so überhaupt nicht mein Ding, dass ich dann während dieser Lehrzeit mich angemeldet habe für diesen sogenannten Medizinertest, den es damals gegeben hat. Das heißt, du musstest also, wenn du Medizin studieren wolltest, ging das gar nicht allein über Numerus Clausus, und der war ja davor eh immer bei 1,0 oder irgend sowas, was im Übrigen der Medizin meiner Meinung nach nicht wirklich gut tut in Deutschland. Aber das ist ein anderes Thema. Das ist genau meine These, weil, sagen wir mal, jetzt kann einer einfach nicht gut Mathe, ja, und versaut sich sein Abitur mit Mathe, weil er einfach nicht der Held ist. Wer sagt denn, dass das kein sensationeller Arzt wäre? Das verstehe ich nicht. Also ich glaube schon, dass man natürlich, sagen wir mal, man muss halt extrem viel Stoff bewältigen in dem Medizinstudium, aber am Ende ist es ja ein Beruf, wo es ja wirklich ein bisschen auf Einfühlungsvermögen und soziale Kompetenz ankommt. Und ob das jetzt so bei allen 1,0 Abiturienten in Bayern dann ideal ist, weiß ich nicht. Sehe ich ein bisschen kritisch, sage ich jetzt einmal. Ja. Und du hast aber dann diesen Test gemacht. Jetzt muss ich mal ganz blöd fragen, was war mit Zivildienst und was war mit Bundeswehr, Herr Neumann? Ja, pass auf. Also ich habe praktisch gewusst, ich möchte auf alle Fälle, also ich habe gesagt, als Kind ging es darum, Herzfehler. Dann bin ich also da zur Musterung, und dann haben sich das durchgelesen, die alten Arztberichte und so weiter, und da waren sich nicht ganz sicher. Und dann haben sie mich erst einmal ein bisschen zurückgestellt, und dann wiederum war ich ja irgendwann soweit, mich fürs Medizinstudium anzumelden, und dann kam irgendwann wieder ein Schreiben vom Kreiswehrersatzamt, und dann habe ich mich praktisch aber fürs Medizinstudium zurückstellen lassen, sozusagen. Das ist damals problemlos gegangen, weil ich mir natürlich gedacht habe, das ist natürlich bedeutend cooler, wenn ich da praktisch als Arzt einrücke, mit einem ganz anderen Rang dann schon. Und unterm Strich ist das mir aber dann auch nicht rausgegangen, weil ich dann irgendwann ja gemeint habe, bis Studienende ist ja die Wehrzeit dann schon von den Altersgruppen verkürzt worden. Und dann habe ich gedacht, jetzt wäre ich ausgemustert, bin ich dann aber doch nicht. Und dann habe ich mir gedacht, ja, macht auch nichts. Und habe dann aber festgestellt, dass ich praktisch sicherlich nicht irgendwie in Ulm am Bundeswehrkrankenhaus lande, wie ich mir das so dann gewünscht hätte, weil das wäre dann von der Ausbildung einfach vernünftig gewesen, sondern ich habe mich dann irgendwo ja in irgendeiner Kaserne JWD beim Wunde Füße begutachten gesehen, und dann habe ich mir gedacht, das ist ein Mist. Und dann habe ich wiederum einen Rückwärtsgang eingelegt, habe verweigert, was relativ einfach gegangen ist, und bin dann wiederum als zivildienstleistender Arzt praktisch unterwegs gewesen. Was soll einfach, weil das ja eh alles ewig dauert, bis du mal endlich einen Beruf dann hast, von Vorteil war, weil ich einfach die Zeit nicht verloren habe, sozusagen. Cleverer Mann. Harald Marquardt, hi Peter, Grüße von einem ehemaligen Kollegen aus der Lehrzeit, soll ich dir sagen. Heute alles zuhört, unglaublich. Ja, liebe Damen und Herren, falls Sie gerade jetzt eingeschaltet haben, wir haben einen sehr, 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 sehr interessanten Mann, oder ich rede immer von wir, ja, mein Hund Fonsi schaut nämlich auch zu, der ist nämlich für die Auswahl meiner Gäste zuständig, und da muss ich sagen, Alfons, gut hast du es gemacht. Heute zu Gast Dr. Peter Neumann, Privatfreund von mir und auch Garmischer, was mir sehr in die Karten spielt, nur dass die Damen und Herren wissen, mit wem wir es zu tun haben. So, jetzt sind wir schon fertig, quasi, ja, die Bundeswehr hast du, ja, klugerweise auslassen dürfen. Studium, wie war es in der Studienzeit? Wo hast du studiert? Man fängt ja alles klassisch an mit Medizin, das ist ja ganz klar. Ab welchem Semester muss man denn langsam anfangen, sich Gedanken zu machen, in welche Richtung man geht? Also studiert habe ich in München, und zwar an der TU. München hat eine Besonderheit, das hat zwei medizinische Fakultäten sozusagen. Einmal links der Isar, einmal rechts der Isar, und angehend wird es ja immer mit dem sogenannten Vorstudium. Und das war bei uns insofern cool, weil wir wirklich nur 50 Leute waren pro Jahrgang. Und da waren wir an der Dermatologischen am Biederstein untergebracht, da am Englischen Garten oben.
Das war nett, weil das war ein richtiger kleiner Campus, kann man sagen. Und 50 Leute ist natürlich gegenüber, ich glaube, da, wenn du jetzt Bochum oder irgendwas genommen hast, das waren 600 pro Jahrgang. Das war eigentlich recht familiär und insofern ganz cool. Und da lernst du gut? Dann erst einmal das ganze, also Grundlagenfächer noch. Also ja, da geht's ja wieder mit Bio und Physik und Chemie an und dann Biochemie und dann natürlich schon auch Anatomie und diese Geschichten, so wie man sich das halt auch aus dem Fernsehen her vorstellt, mit Präparierkurs und allem drum und dran. Aber so richtig klinisch oder medizinisch wird's eigentlich erst danach dann, also ab dem 5. Semester geht der klinische Teil los. Und der war dann im Rechts der Isar, da waren die Hörsäle. Da sind dann damals die Regensburger dazugekommen. Ich schätze mal vielleicht so 150, dann waren wir 200 Leute insgesamt ungefähr. Und naja, es ist so, du musst dann am Anfang, bevor du studierst, musst du ja praktisch erst einmal Krankenpflegepraktika machen. Das war insofern immer gut. Ja, genau. Ich habe in Garmisch und dann in der Kinderklinik, glaube ich, habe ich, bevor ich das Studium angetreten habe, so Pflegepraktikums gemacht. Und das war insofern super, weil du dann natürlich die Expertise gehabt hast, dass du während dem Studium wiederum in der Krankenpflege jobbst. Und das war natürlich damals immer schon super bezahlt. Das heißt, gerade wenn du dann da am Wochenende oder am Feiertag gearbeitet hast oder so, da hast du echt gut Geld verdient. Und war ja auch eine sinnvolle Geschichte, abgesehen davon. Entschuldigung, was ich auch klassisch finde, ja, ist denn der liebe Peter Neumann, damals noch nicht Doktor, zum Studium mit diesem Wahnsinns-Käfer-Speedster gefahren oder kam das erst vom ersten Lohn? Nein, das war tatsächlich schon im Studium. Das ist ja, so, dass im Freundeskreis sind wir alle VW-Käfer gefahren, mehr oder weniger. Ja. Und bei uns ist das auch angegangen mit einem normalen 03er. Und irgendwann, wie gesagt, habe ich dann auch ein bisschen besser verdient schon während dem Studium. Musste dann ein Speedster draus werden, was natürlich aus heutiger Sicht ja fast schade war für das arme Auto. Aber auch ein Klassiker. Aber du hast, um nochmal aufs Medizinstudium zurückzukommen, du hast dir nie so richtig schwer getan. Oder hast du deine Entscheidung, Medizin zu studieren, hast du die irgendwann einmal bereut? Nein, bereut habe ich das überhaupt nicht. Aber das Studium ist schon flott. Also das war jetzt nicht so, wie man sich Studentenleben vorstellt, muss ich ehrlich sagen. Okay. Auf der anderen Seite muss ich es auch wieder ein bisschen relativieren, weil ich mir natürlich wirklich in die Semesterferien habe ich nur Halligalli gemacht. Ja. Also da waren wir auch im Sommer halt am Eibsee, da bin ich ja saisonlang Eisboot gefahren und solche Geschichten und habe überhaupt gar nichts gemacht fürs Studium, außer, und da können wir jetzt auch auf wann muss man sich spezialisieren, halt auch wieder Berufspraktika. Du musst sogenannte Formulaturen machen, aber ansonsten habe ich es mir in die Semesterferien, die ja relativ üppig sind, eigentlich immer gut gehen lassen. Im Studium selber dann allerdings, wenn das Semester angegangen ist, da sind wir wirklich von früh bis spät entweder an der Uni gewesen oder daheim beim Lernen. Da hast du das Lehrbuch noch mit aufs Klo genommen, so ungefähr, weil einfach der Stoff so gigantisch groß ist, dass du das eigentlich nicht wirklich schaffen kannst am Ende des Tages. Das heißt, okay, auch wenn du, sagen wir mal, in der Schule einigermaßen leicht getan hast, dann hast du immer ein scheiß Gefühl gehabt in diese Prüfungen rein, weil das einfach so viel war, dass am Ende das nicht wirklich, also bis auf einige wenige Überflieger, die halt, weiß ich nicht, durch einmal durchlesen, diese Bücher dann doch auswendig konnten, sage ich jetzt einmal, hast am Ende ja schon irgendwie ein mulmiges Gefühl gehabt, wenn es auf die Prüfungen ging. Aber im Großen und Ganzen hat es schon passt mit dem Studium und wie gesagt, in den Semesterferien musst du dann eben Berufspraktika machen und da bin ich, mein erstes chirurgisches Praktikum war in der Unfallklinik in Murnau und da bin ich mit zwei anderen Formulanten in der Frühbesprechung gesessen und dann hat der Chef damals gesagt, hier sind drei neue Formulanten, wer braucht einen? Und da bin ich durch Zufall in der plastischen Chirurgie gelandet, muss ich sagen. In Murnau ist das ja auch kombiniert gewesen mit Handchirurgie, so wie das an den großen Kliniken ist. Und das hat mich, muss ich sagen, damals fasziniert, dass eigentlich da schon relativ früh im Studium bei mir eigentlich so ein bisschen die Richtung festgelegt war. Das ist aber nicht unbedingt bei alle so.
Okay, sehr interessant. Weißt du eigentlich, nee, weißt du nicht, dass wir eigentlich Kollegen sind? Weil ich war 2 Jahre lang tätig, auch mit einer Live-Sendung, damals noch, wo dieses Kuss-Thema unheimlich interessant war, also nicht für mich, sondern für andere. Dr. Kiss war ich 2 Jahre lang und habe Leute zum Thema Küssen beraten. Gut oder schlecht, ich glaube, die Scheidungsrate ist explodiert nach meinen Ratschlägen, aber naja. Du, aber du hast dann schon deinen Weg gewusst, du wusstest, plastische Chirurgie ist genau deins. Ich persönlich, ich bin ein Mensch. Wenn ich im Fernsehen sehe, irgendwelche Dokumentationen, wo jemand das Skalpell ansetzt und die falle ich um. Stumpft man ab oder gibt es einfach Menschen wie mich, die sagen, okay, ich kann nicht zuschauen und Menschen wie dich, die sagen, gar kein Thema. Oder sagst du auch ab und zu, boah. Na, da wirst du jetzt lachen, weil bei mir war das ein extremes Thema sogar. Jetzt, wie gesagt, jetzt wollte ich immer eigentlich dann ja als Tüftler und Bastler was mit meiner Hände Arbeit machen. Und darum fand ich ja Chirurgie immer super spannend. Und ich kann mich noch an einen Film erinnern, den ich als Kind gesehen habe, der ganz furchtbar war. Da ging es um irgendeinen Sohn, der sollte Chirurg werden. Und dann hat er zum Geburtstag irgendwie so eine Puppe geschenkt kriegt oder irgendwas und die sollte er dann operieren und dann ist wieder so ein Schachtelteifi da rausgesprungen. Und im Endeffekt muss ich sagen, ist es so, dass selbst heute noch, wenn mir jemand Blut abnimmt, das heißt, setze ich mich immer mal vorsichtshalber hin, weil in dem Moment, wo die Nadel in meine Richtung zeigt, ja, habe ich dann auch immer kein so super gutes Gefühl. Und das ist natürlich ein Witz für einen Chirurgen, ja. Aber der Gag Na, ist halt, auch. der Gag ist an dem Ganzen. Und das finde ich ja jetzt Wahnsinn, dass du genau diesen Satz sagst. Ich sage mal, vor 4, 5 Jahren haben wir uns um das Thema Tätowieren unterhalten. Man sieht ja deine Arme, machen wir es so, dass man das alles sieht. Das ist ja alles komplett voll. Und liebe Damen und Herren, da kommen wir, glaube ich, nicht nur das, er ist nicht so ein Blender wie viele, die wirklich einen halben Sleeve bis daher haben, dass man sagt, okay, der ist ja voll zutätowiert und wenn er sich dann auszieht, ist er halb nackt. Nein, was der Herr Neumann macht, macht er gescheit, denn er ist komplett tätowiert im asiatischen Stil. Man sieht jetzt das sehr, sehr schön. Da hast dann keine Angst, keine Angst. Du hast Angst vor Nadeln, aber beim Tätowieren wieder nicht, oder wie? Ja, das ist ja komisch irgendwie. Ich weiß es nicht. Das ist wahrscheinlich so eine Kopfsache und das geht sicherlich auf irgendeine komische Erfahrung in der Kindheit zurück. Wahrscheinlich beim Kinderarzt. Da wohl man mit seiner Gaskammer, sage ich jetzt mal übertrieben, ist mir in schlechter Erinnerung geblieben. Weiß nicht, ob es daher kommt. Aber ansonsten ist es so, dass Tätowieren, das ist jetzt nicht so wie vom Kopf her, wie wenn jemand Blut abnehmen muss, bei mir jedenfalls. Und von dem her, um jetzt aber auch nochmal generell darauf zurückzukommen, stumpft man ab, man stumpft ab. Also mir ist schon die ersten Male im OP auch teilweise mulmig gewesen, bis hin zu, dass ich gesagt habe, tut mir leid, ich muss abtreten. Und das ist aber eine jetzt nichts total Unübliches, sage ich jetzt einmal. Und wenn du dann da aber oft nur dabei bist, irgendwann ist das kein Thema mehr. Und dann war das bei mir nochmal wieder ein bisschen besonders, gerade Handchirurgie. Wie gesagt, wenn ich mich selber einen Finger schneide, das war ganz schlimm früher. Da habe ich immer sofort ein Pflaster drauf machen müssen, dass ich nicht umfalle. Und da habe ich dann auch nochmal so ein paar Momente gehabt. Aber ja, spätestens dann, wo dann wirklich auch die Facharztausbildung losgeht, war das kein Thema mehr. Und ich habe ja dann, weiß ich nicht, so die klassischen Böllerverletzungen an Wow. Silvester und so weiter gemacht und Wow. war relativ lang Verbrennungschirurgie gemacht. Das ist ja Wow. das Schlimmste. Also von dem her, da In stehst du dann Murnau? Stiefel im OP. Das darf man gar nicht laut sagen. Oh, in Murnau immer Das war alles in Halle an der Saale. Da gibt es praktisch so eine BG-Klinik als Pendant. Das war auch wieder so eine komische Geschichte. Am Ende habe ich ja gesagt, habe ich dann meine Facharztausbildung als Zivi angefangen. Und habe also gedacht, super, Murnau, passt schon. Und habe dann aber festgestellt, dass du nirgends Zivildienst machen darfst, wo du schon mal länger als 4 Wochen auch unentgeltlich tätig warst. Stell dir das einmal vor. Steht im Kleingedruckten irgendwo. So wie immer im Kleingedruckten in Deutschland. Totaler Blödsinn. Aber das hat bedeutet, dass ich praktisch hier in der Umgebung, wo ich überall meine Berufspraktika, meine Formulaturen gemacht habe,
nicht als Zivi anfangen durfte. Und dann bin ich im Prinzip halt so ein bisschen auf Suche gegangen, wo denn eine gute, interessante Abteilung ist. Und an die Uni wollte ich nicht, weil mir das immer schon zu akademisch war, sondern ich wollte halt was neu, was lernen, auch mit die Händen mehr oder weniger. Und da war einfach eine BG-Klinik für mich die richtige Wahl, weil da hast das auf extrem hohem Niveau. Und für die plastische Chirurgie ist es auch immer wichtig und gut gewesen, weil die halt diese Verbrennung dabei haben. Und das gibt ja nur ganz wenige Häuser, wo das dazugehört. Ganz kurz, Update für dich, liebe Damen und Herren. Der Peter sieht nicht, was ihr ihm schreibt, weil er ist jetzt nur auf meiner Plattform. Deswegen, vielleicht schaut er ab und zu, spickt er mal übers iPad, über Facebook. Ich soll da von der Claudia Obser liebe Grüße aus Augsburg sagen. Ja, vielen Dank, Grüß zurück. Ja, dann Sabine Kemm sagt, Spritzen und Nadeln sind zwei Paar Schuhe, gebe ich ihr recht. Also ich hab zum Glück vor beiden, keine Angst. Und du kriegst auch wieder von einer sehr attraktiven Dame, ich hoffe, deine Frau ist nicht zu sehr eifersüchtig, cooler Doktor. Also es läuft bei dir heute gerade. Peter, also du hast ja wirklich schon Sachen gesehen, träumt man da davon? Ganz ehrlich? Also Verbrennung ist grenzwertig. Frage zu vorhin, du hast das schön gesagt und das ist eben das, was mich so interessiert. Ich meine, das kriegt ja sonst keiner mit. Wenn du sagst, liebe Damen und Herren, im OP-Saal, ich muss abtreten, wie du gesagt hast, ist immer ein Backup da, der von der Qualität her gleichwertig oder wie ist das? Oder kommt dann der Hiwi, mein Gott, hat er halt Pech gehabt. Es ist so, im Krankenhaus ist ja so, dass in der Regel eigentlich immer bei einer OP zwei Operateure praktisch maßgeblich beteiligt sind. Ja? Also ein Operateur und ein Assistent. Und in öffentlichen Häusern ist es ja so, dass praktisch dann, wenn der Assistent einen entsprechenden Level hat, dann darf er Operateur sein, hat aber praktisch den Facharzt, den Oberarzt neben sich, damit es auch alles so verläuft, wie das verlaufen muss nach Standard. Und wenn du da als Praktikant bist, dann bist du ja mehr oder weniger eigentlich nur fünftes Rad am Wagen und Hakenhalter. Und das ist dann kein Problem, wenn dir schlecht wird sozusagen, weil dann die OP-Schwester, die instrumentiert, da noch mithilft oder der Assistent oder so. Also von dem her war das da kein Thema. Und ansonsten, wenn du mal Assistenzarzt bist, da trittst du ja normal nicht ab, also da musst du ja schon krank sein oder irgendwas Komisches sozusagen. Aber dann, der Assistenzarzt ist dann schon der, der anfängt, das Skalpell anzulegen, oder? Oder ja, macht das macht der schon? Losgehen. Da kommt natürlich am Ende dann die Zweiklassenmedizin ins Spiel, die es in Deutschland allerdings ja offiziell gar nicht gibt. Weil das ja schon so ist, dass praktisch nur der Allgemeinversicherte vom Assistent operiert werden darf. Jetzt muss man noch einmal dazu sagen, der Standard ist extrem hoch, weil der da immer die Anwesenheit von Oberarzt oder Chefarzt natürlich sowieso Grundvoraussetzung ist. Aber so ist es. Während der Privatversicherte ja dann nicht vom Assistenten operiert wird, da ist der Assistent, so wie der Name schon sagt, dann nur der Assistent. Und da ist dann der Oberarzt oder der Chefarzt der Operateur sozusagen. Peter, ganz ehrliche Antwort jetzt bitte. Man sagt ja immer, Köche und Ärzte sind die Vertrautesten. Was wird während einer dreistündigen, fünfstündigen OP? Ist es da Mucksmäuschen still? Wird da geredet? Wird übers Fußball geredet? Wird übers Wochenende geredet? Oder ist jeder nur fokussiert? Ganz ehrlich. Ganz ehrlich ist es wie in jedem anderen Job auch, da wird geratscht natürlich, da wird Musik gehört, da wird Radio gehört, aber das kommt natürlich auch immer darauf an, was gemacht wird sozusagen. Da gibt es natürlich schon Phasen einer OP, wo man sich extrem konzentrieren muss und wo dann auch einmal Ruhe im Saal herrschen muss, das ist schon klar. Auf der anderen Seite, ich mit der plastischen Chirurgie, wir haben ja auch teilweise so Fingerreplantationen und solche Geschichten gemacht oder generell Amputationsverletzungen versucht zu replantieren, wo es dann stundenlang am OP-Mikroskop sitzt und da läuft schon Musik im Hintergrund und da kenne ich auch Kollegen, die am Ende dann da, weiß ich nicht, Hardrock hören oder irgend sowas. Was hörst du?
Naja, ich höre meistens so Lounge, Chill-Out-Musik eher so. Ah, okay. So, das sagst, das regt dich nicht auf, aber es ist jetzt nicht mucksmäuschenstill im Saal, ja. Du, und in was hast du deinen Doktor geschrieben? Da ging es über Silikonbrustimplantate, weil das ist ja sinnvoll, dass man praktisch seine Doktorarbeit eigentlich schon in dem Bereich macht, den man später mal machen möchte, weil man darüber wieder schon mal in der einen oder anderen Abteilung vielleicht einen Fuß in der Tür hat, sozusagen. Ich meine, als 68er bist du ja mehr oder weniger eine Generation gewesen, wo es ja alles mühsam war. Der Kindergarten war voll, Schule war voll, Studienplatz war voll, alles war voll. Als Arzt bist du erst einmal Arzt im Praktikum gewesen. Ja, da hat man mal eben zwei oder drei Assistenzarztstellen aufgeteilt, auch von der Kohle her. Und da warst du ja nur der letzte Hans Dampf immer sozusagen. Und ja, von dem her ist es so, dass jetzt habe ich den Faden verloren. Wo war ich? Doktorarbeit, Genau. Silikonbrüste. Dass ich das über mein Fachgebiet eben schon machen wollte. Und ja, jetzt muss man ja ehrlicherweise wieder sagen, Doktorarbeit in der Medizin zum Wohlsein ist ja jetzt auch nichts, wenn es das mit anderen Fächern vergleicht, ist das ja teilweise, ich möchte jetzt niemand auf den Schlips treten, aber teilweise ja eher ein bisschen Schmalspur sozusagen. In der Medizin, ja, Sehr geil. da wird der Doktor vorausgesetzt. Es gibt schon Ärzte, die haben keinen Doktortitel, aber die werden ja so ein bisschen komisch angeschaut. Und selbst bei mir Ja. war es so, dass ich eine Zeit lang echt nicht ganz sicher war, ob ich das je durch die Instanzen kriege, weil mein Doktorvater, mein erster Professor, der ist in Ruhestand gegangen und der Nachfolger, der hat mich dann relativ lang hingehalten, weil der auch mit meinen Ergebnissen wieder sein Privatdozenten machen wollte, unter anderem. Und von dem her bin ich auch erst einmal als Assistenzarzt noch ohne Doktortitel unterwegs gewesen und dann irgendwie im zweiten Jahr oder irgendwann konnte ich dann da die Doktorarbeit verteidigen, endlich. Und wie gesagt, da gibt es halt Leute, die machen das relativ einfach in Fachgeschichte der Medizin und machen da einfach irgendwas, was sie aus der Bibliothek rausschreiben. Und dann gibt es natürlich ein paar super Ehrgeizige, die stehen, weiß ich nicht, 4 Semester im Labor mit irgendwelchen Versuchstieren und arbeiten sich da ein Buckel rund. Und ich habe so also ein Zwischending gemacht. Ich habe also eine Patientenstudie gemacht. Da ging es damals darum, ob diese Brustimplantate eben systemische Nebenwirkungen oder Erkrankungen auslösen können. Und ja, da habe ich am Ende, weiß ich nicht, Patientenakten gewälzt und dann, wenn da am Ende der ein oder andere Indiz war, dass da vielleicht was nicht in Ordnung ist, dann konnte ich die Patienten einbestellen und untersuchen und das war am Ende meine Doktorarbeit. Was ich ja so geil finde, also wie gesagt, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich habe natürlich zu meinen Gästen immer irgendwie einen Bezug und auch natürlich zu Peter. Was ich allerdings nicht wusste, und da habe ich mich auch sehr gefreut, Peter, erzähl einmal was zu dem. Also ich habe dann relativ schnell nach meiner Facharztausbildung, die ja am Ende 6 Jahre dauert sozusagen, mich entschieden, dass ich in den Bereich ästhetische Chirurgie gehen möchte. Also die plastische Chirurgie hat 4 Säulen, heißt es immer so schön. Das eine ist dieses rekonstruktive, kindliche Fehlbildungen, so diese Geschichten. Die zweite Säule ist die Handchirurgie. Die dritte Säule ist die Verbrennungsmedizin und die vierte Säule eben die Schönheitschirurgie, auf gut Deutsch gesagt. Und bei mir war es dann relativ schnell klar, obwohl mir andere Dinge auch Spaß gemacht haben, dass ich in diesen Ästhetikbereich gehen möchte. Und dann ist es so, dass, ja, das wäre vermessen, wenn du sagst, da mache ich mich jetzt gleich selbstständig. Da musst du sowieso schauen, dass du relativ viel mit Eigenleistung, indem du auch wieder nach USA gehst, umeinander tingelst und schaust. Sind es dort die Gurus? Naja, also die kochen auch nur mit Wasser, aber ja, in dem Segment Ästhetik ist es zumindest schon sinnvoll gewesen, auch da drüben einmal ein bisschen Zu schnuppern. zuzuschauen, sage ich jetzt einmal. Und Marian Tunde, sehr ehrlich, Ausrufezeichen, ein Top-Arzt. okay. Die stehen bei dir morgen Schlange, mein Guter. Alle. Ich Ja, auch. guck mal.
So, jedenfalls, bin ich dann erst einmal im Angestelltenverhältnis gewesen und dann allerdings über ein, zwei Stationen war ich dann der ärztliche Leiter der Medical One, oder zwischenzeitlich hieß es ja dann mein Mang Medical One, dann hieß es wieder Medical One Klinik in München. Und da haben wir dann, weil das ja letztendlich eine durch, sagen wir mal, Betriebswirte geleitete Struktur war, am Ende nicht zuletzt schon auch aus Publicity und Werbezwecken ein oder zwei Staffeln da für die Sendung Extrem Schön eben mit abgedreht. Super. Was eigentlich ganz nett war, muss ich sagen, weil man hat einmal so ein bisschen hinter die Kulissen schauen können. Es war aus unserer Sicht gar nicht so einfach, weil die Patientenauswahl oder die Kandidatenauswahl war schwierig. Da sind wir immer zu so einem Casting nach Düsseldorf geflogen einen Tag, und dann waren das mehr oder weniger fünf Instanzen: die Redaktion, dann der Zahnarzt, der in dieser Sendung immer einen famosen Teil mit abbekommen hat, sozusagen. Brutal. Brutal. Dann war es ein Anästhesist, wo es so ein bisschen um OP-Fähigkeit gegangen ist. Dann war es ein Psychologe, wo es darum ging, ob man das überhaupt den Leuten zumuten kann, was da am Ende alles gemacht wurde. Und dann waren es mir. Und am Ende war es immer so, dass die Patienten, die mir unbedingt wollten, die sind von irgendwelchen anderen Sachen wieder rausgewählt worden. Und dann war das immer so ein bisschen ein Kompromiss und gar nicht so einfach vom Fachlichen, muss ich ehrlich sagen. Aber hat trotzdem Spaß gemacht. War ganz cool. So, Peter, ich habe dich im Vorgespräch gefragt, ob ich, weil mich das Thema wirklich interessiert, ich frage jetzt einfach plump, du musst nicht antworten. Also A ist einmal das, ich meine, alle Mediziner schwören ja diesen Eid, auch die Amerikaner, oder? Ja, denke ich mal. Ja, wobei das ist auch nicht so, wie man sich das wahrscheinlich vorstellt. Ich bin mir gar nicht mehr so ganz sicher, wie das gelaufen ist. Ich glaube, man unterschreibt da einfach dann nur ein Dokument oder so. Also es ist jetzt nicht so, in Deutschland ist das ja alles immer sehr, ja, also nicht so wie in den USA, wo es dann mit Abschlussfeier irgendeinen Scholarhut durch die Gegend wirfst oder so, sondern hier kriegst du irgendwann ein Schreiben, dass dein Studium bestanden hast, und das war's dann. Und dann, glaube ich, war auch irgendwas, wo dieser Eid da dabei war, und das unterschreibt man, glaube ich. Also mehr war das nicht. Bitte erklär mir das. Also, du sagst, du unterbrichst mich, wenn ich falsch bin. Schönheitschirurg in Amerika oder auch in Deutschland. Warum schauen nach 30 OPs, Gesichts-OPs, die Weiber und die Männer, ich sage jetzt absichtlich Weiber und Männer, immer aus wie Löwen? Ist dir das schon mal aufgefallen? So ab einem gewissen Schönheitsgrad oder Ideal haben die alle solche Wangen, aufgespritzte Schlauchboote, also die schauen immer so wie aus die, in den 80er Jahren gab es einmal die Sendung, die hieß mit der Linda Keaton oder Hilton oder wie die hieß, Die Schöne und das Biest, und die schauen alle aus wie das Biest am Ende. Warum sagt ein Arzt oder ein Doktor nicht irgendwann einmal, gute Frau, es ist gut? Also das ist ganz einfach. Im Endeffekt ist es so, dass ja, sagen wir mal, unser Fachgebiet eigentlich in der Öffentlichkeit hauptsächlich über Negativbeispiele wahrgenommen wird. Ja? Stimmt. Das heißt, also wir sind jetzt zum Beispiel eine Praxis, die hin und wieder schon auch Extrempatienten hat, aber 95 oder noch mehr Prozent unserer Patienten sind ja ganz normale Leute. Halt, was sind für dich Extrempatienten, die extrem viele Operationen schon hatten oder die wirklich optisch tatsächlich in die Richtung gehen, ich möchte mich komplett verändern, sage ich jetzt mal. Ja, also da sieht man dich, Ästhetik and Soul, dich bei der Arbeit, sehr stark. Ja, aber kannst du da als Arzt, wenn das, oft sind die ja hübsch, also ich finde jetzt, man kann ja über prominente Beispiele gut reden, wie heißt sie aus die 80er Jahre, Horn, wie heißt sie, Goldie. Aber noch einmal, es ist immer so, dass die Leute in der Regel wahrscheinlich zu einem vernünftigen Kollegen gehen und da wird was Vernünftiges gemacht. So. Ja. Dann ist die Patientin zufrieden, alles gut, dann kommt sie nach relativ kurzer Zeit schon wieder mit der nächsten Idee, und am Ende werden vernünftige Kollegen relativ schnell irgendwann die Reißleine ziehen und sagen, Sie, guter Mann oder gute Frau, überlegen sich das gut, da halte ich jetzt nichts davon, keine gute Idee und so weiter. Oder
das ist noch nicht nötig, da kann man in 5 Jahren nochmal drüber reden oder wie auch immer. Das Problem ist aber, es ist ja ein Beruf, wo man am Ende auch einen Konkurrenz- und Verdrängungsmarkt hat und es wird immer einen geben, der dazu bereit ist, irgendwas zu machen, sei es auch noch so verrückt. Und wie gesagt, ein gut gemachtes Facelift oder was auch immer soll ja auch gar nicht als operiert wahrgenommen werden und das wird es auch nicht, sondern das, was wir in den Medien wahrnehmen, sind ja immer nur Extreme und da eben leider eigentlich immer nur die negativen Extreme, wo man sich ja dann tatsächlich fragt, wie kann sich ein Mensch selber sowas antun, wie gibt's denn sowas überhaupt? Aber am Ende ist es, ohne jetzt jemanden da zu nahe zu treten wollen, ja schon eine Form von ja, Selbstwahrnehmungsstörung am Ende. Ja. Ich meine, das, wenn du jetzt da ein Gegenbeispiel vielleicht nehmen möchtest, auch aus der Medizin, dann nehmen wir die Magersucht oder irgend sowas, ja. Wo Leute, die schon spindeldürrige Rippe sind, am Ende sich immer noch zu dick finden sozusagen. Ja. Und da reden wir, in unserem Bereich geht es in eine ähnliche Richtung. Also ich kann jetzt nur über eine Person reden, die ich persönlich kenne. Und zwar, das ist einer der ist der zu tätowierteste Mensch der Welt. Und ich habe mit dem einmal, bin ich an der Bar gesessen und ich habe mit ihm geredet. Und dann sage ich, warum hast du dir dein ganzes Gesicht als Puzzleteil, also der hat 20.000 Puzzleteile über seinen ganzen Körper, man sieht eigentlich auch seine Konturen, man sieht die Augen nicht mehr, weil alles ist tätowiert. Und dann sagt er, der hatte eine schwierige Kindheit und er wollte nicht mehr in dieses Gesicht schauen. Er wollte, also das ist natürlich psychisch immer Wahnsinn, aber ich verstehe halt auch nicht, wie ist die Gewichtung, jetzt fällt mir das gerade ein, wie ist die Gewichtung, nur Schönheit, Männer, Frauen, 50-50, 70-30 für Frauen oder wie ist das? Also die Gewichtung im chirurgischen Bereich ist eigentlich immer 85-15. Wirklich? Ganz leichten Tendenzen, dass er mal vielleicht von 15% auf 20% Männer geht, aber dann meistens doch wieder eher in Richtung 15. In diesem, sagen wir mal, Non-Surgical-Bereich, Botox, Faltenunterspritzung, da ist wahrscheinlich ein bisschen, sind noch mehr Männer vertreten. Aber im chirurgischen Bereich ist es relativ klassisch 15%, weil wir haben uns das über die Jahre ja immer mal angeschaut, weil wenn du natürlich auch Marketingmaßnahmen machst, dann musst du deine Zielgruppe definieren sozusagen. Und das ist eigentlich konstant so. Und auch da ist es ja dann so, dass, sagen wir mal, so dieses reine Anti-Aging oder so eher selten ist, sondern die männliche ästhetische Chirurgie ist hauptsächlich geprägt von der Nasenkorrektur, von vielleicht auch einmal Ohren anlegen, von der männlichen Brust, also Gynäkomastie, Pseudogynäkomastie oder vielleicht so ein bisschen von die Love Handles, also so ein bisschen mittlerer Ring absaugen, so sowas in der Art. Weißt du, was witzig ist? Ich muss jetzt das mal kurz abnehmen. Ich habe, es hat sich verwachsen, aber ich hatte als kleines Kind unheimliche Segelohren und dann hat man mich immer Dumbo genannt, gell? Ja, unheimlich lustig natürlich für alle anderen Kinder. Und ich habe dann vorm Spiegel wochenlang trainiert und zwar, ich kann meine Ohren anlegen. Siehst du das? Das war ja relativ cool. Also, ja, nur deswegen kam das. Das ist ja so ein bisschen wie, kann man Zungenrollen ja, oder nicht und so weiter, kann man Ohren bewegen oder nicht, aber so ausgeprägt wie bei dir, muss ich sagen, habe ich das selten gesehen. Das ist eine super Begabung. Ja, ich kann die Ohren anlegen. Du, was wird am meisten gemacht unter diesen drei Vorschlägen? Brüste, Nase oder, ja, was ist noch ein Klassiker? Brüste, Nase oder Fett absaugen? Also, ich rede jetzt einmal nicht von unserer Praxis, sondern vom, generellen Durchschnitt war es immer die Fettabsaugung und dann ist es, glaube ich, irgendwann von der Brustchirurgie aufgeholt oder sogar mal kurzzeitig überholt worden. Also sprich Brustchirurgie, wobei da geht es ja nicht immer nur um größer, sondern auch um Form und kleiner und solche Dinge. Aber das sind so die zwei häufigsten Eingriffe, glaube ich, oder Eingriffsgruppen. Ab wann sagst du zu einer Frau, bitte geh ins Heim? Also ich rede jetzt schon jetzt ein bisschen, Brust-OP, Vergrößerung. Wann sagst du, okay, jetzt sind wir kurz vor Lollo Ferrari, jetzt, ich will damit nichts mehr zu tun haben. Macht ihr das oder du? Also ich mach's nicht. Mein Kollege, der bedient diese Nische, sage ich jetzt mal.
Weil er es auch einfach fachlich kann. Ja. Das okay. ist gar nicht so einfach. Und am Ende, ja, ist es so, dass man trotzdem natürlich das in einem vernünftigen Rahmen irgendwo in Anführungszeichen halten muss. Lolo Ferrari, wenn ich mich richtig entsinne, ja, glaube ich, auch im Suizid geendet oder irgend sowas oder dubiose Umstände. Ja. Leider ja ähnlich wie das, was wir vorher mit dem tätowierten Gesicht besprochen haben. Da gab es doch einmal einen, der, glaube ich, auch inzwischen nicht mehr lebt und so weiter. Also immer dieses Extreme da auch. Rein, da geht es sehr schnell in sehr grenzwertig sozusagen. Ja. Aber wie du sagst, immer sehr grenzwertig. Auch eine Anna Nicole Smith mit Riesenbrüsten. Ich meine, man muss es leider so sagen, die hat ja auch einige psychische Probleme. Aber ich finde das ein unheimlich interessantes Thema, weil du kannst ja auch Menschen extrem helfen. Du kannst ja Menschen, also meine Meinung ist, macht's das, was ihr machen wollt, mir ist es egal, mich betrifft's nicht, wenn es euch besser geht, ist gut. Und ich finde, es gibt definitiv sehr viele Menschen, die unter ihrer Nase leiden, Frauen, die einfach keine Brust haben oder zu viel Brust haben, denen kann man halt das Leben erleichtern und dadurch auch definitiv ein anderes Selbstbewusstsein geben. Und deswegen finde ich diesen Beruf unheimlich interessant. Klar gibt's wieder Extreme. Apropos Extreme. Hast du schon mal, müssen die Leute jetzt, sagen wir mal so, gut, eine Frau hat ein psychisches Problem mit ihrer Brust, hat Körbchengröße A, hätte gern B, C oder weiß Gott was. Und nach der dritten OP hat sie halt Doppel-E. Zahlt es dann die Krankenkasse noch oder muss man das aus der eigenen Tasche zahlen? Das zahlt nicht einmal beim ersten Mal die Krankenkasse. Das ist ja alles immer Selbstzahlerleistung sozusagen. Also das mit zahlt die Krankenkasse, was die Brust anbelangt oder generell eigentlich, wenn es um optische Dinge geht oder um Ästhetik, wie fühle ich mich in meinem Körper, dann hat es seit vielen Jahren mit der Krankenkasse alles überhaupt gar nichts mehr zu tun. Ja? Also die Brustvergrößerung, die hat es vielleicht einmal vor 30 Jahren, vielleicht noch 25 Jahre, also da war ich definitiv noch nicht tätig, gegeben. Und dann hat man aber relativ schnell gesagt, okay, Sie haben ein psychisches Problem, Sie können gerne Ihr Leben lang zum Psychiater gehen, eine OP kommt nicht in Frage. Am Ende muss man sagen, steckt dahinter natürlich einfach nur Missbrauch. Kaufmännische Berechnung der Krankenkasse, was ja zu einem gewissen Ausmaß aber natürlich ja auch in Ordnung ist, weil streng genommen, ja, müssen die ja auch diese Gelder vernünftig betreuen, sage ich jetzt einmal, die ja der Allgemeinheit zur Verfügung stehen müssen. Was das Schöne ist an unserer Sendung hier, ich kann Fragen stellen, die sonst viele nicht stellen dürfen, aber ich stelle sie sehr pauschal. Hast du viele Promis bei dir? Keine Namen, sondern hast du viele Promis? Ja, wir haben schon auch Promis, klar. Also wir haben jetzt keine Promis jetzt, die jetzt von Übersee einfliegen, aber jetzt so aus dem deutschen Bereich, ja. Also das geht von A bis Z. Es geht erstens durch alle Gesellschaftsschichten, durch alle Berufsgruppen und ganz klar auch im Promi-Bereich bis zur Königlichen Hoheit so ungefähr. Also von dem her, wobei das ja jetzt mal, sagen wir mal, wiederum, wenn du jetzt das so siehst, vom ganzen Handling und von allem, bist ja als Arzt gar nicht immer so super happy mit allen Promis, sage ich jetzt einmal vorsichtig. Glaube ich sofort. Star-Allüren. Es darf nichts schief gehen. Ja, da gibt's wie in allen anderen Gruppen halt auch total nette und total schwierige. Und es ist ja eher schwieriges Metier, was wir da betreiben. Und von dem her, ja, klar gibt's Promis. Wobei das ja auch immer, da muss ich sagen, ist ja dann wieder interessant, wenn du dann einmal die Promis auch siehst, wie die halt in Natura ausschauen, da bist du ja selber teilweise baff, weil dann, dass du überhaupt erkennst, so ungefähr. Ja, glaube ich sofort. Und das ist natürlich das, was unseren Beruf natürlich erst recht in der modernen Zeit schwierig macht, weil natürlich durch entsprechende Visagistik, aber natürlich vor allem dann im Printbereich durch Photoshop und Nachbearbeiten von Fotos ja am Ende Dinge vorgegaukelt werden, die von der Realität so weit weg sind, dass das einfach keinen Nenner findet. Ja. Zwei Fragen noch zum Thema Schönheitschirurgie. A,
siehst du mit deinem geschulten Auge, weil ich finde es ja auch immer so lustig und ich denke mir immer so, Leute, was ist mit euch? Da macht, gibt eines mit solchen Lippen ein Interview und dann stellt der Reporter die Frage, haben Sie was machen lassen? Nein! Nein! Also entweder stehe ich dazu oder nicht, aber du als Profi, siehst du, ob jemand sich irgendwie was machen hat lassen? Außer, also ich rede jetzt, Brüste sieht man ja meistens, aber so im Gesicht siehst du das immer? Meistens. Ich sehe es meistens, ja. Ich kann mich noch ganz gut erinnern, das ist eigentlich ganz witzig gewesen. Wir haben einen extrem coolen kardiologischen Professor gehabt. Und der hat einfach seine Vorlesung so gestaltet, dass da wirklich mit Spannung drin gesessen bist. Und der hat unter anderem eben erzählt, wie sein Beruf halt auch einfach auf sein Privatleben abfährt. Unter anderem, dass er also, glaube ich, mit seiner Frau immer entweder ins Konzert oder in die Oper oder ins Theater gehen musste. Ich weiß nicht so genau. Und er da dann halt wie fasziniert gesehen hat, wie die etwas ältere Dame vor ihm so einen doppelten Karotidenpuls hatte und er als Kardiologe dann da mehr oder weniger mitgezählt hat und sich überlegt hat, was die jetzt praktisch für Herzleiden vielleicht hat. Und so ein bisschen ist es bei mir natürlich schon auch. Also ich kann, wenn ich normal unterwegs bin und nicht als Doktor, dann kann ich das natürlich auch nicht abschalten oder ausdrehen. Das heißt, wenn ich ja irgendwo in der Kneipe oder im Restaurant sitze oder so, dann schaue ich mir auch vielleicht die Nasen am Nebentisch an und denke mir, wie ich das jetzt am besten machen würde oder so. Also da ist man nicht davor gefeit. Würdest du deine Frau operieren, wenn sie sagt, ich hätte gerne das und das und dir wäre es zu extrem? Naja, wenn es zu extrem ist, dann sicher nicht. Also ich würde natürlich meine Frau operieren, warum nicht? Habe ich auch, das muss man auch nicht unbedingt verschweigen, aber wenn das extrem ist, würde ich natürlich extrem davon abraten, klar, und dann werde ich das nicht machen, gehe ich jetzt einmal davon aus. Und letzte Frage, die mich jetzt am meisten interessiert, weil ich da einfach nicht das Know-how dazu habe, wo siehst du die Schönheitschirurgie in 5 Jahren? Ich denke, es gibt nur 2 Extreme, entweder bleibt alles so, wie es jetzt ist und man geht vielleicht sogar wieder ein bisschen zum Natürlichen zurück, oder es explodiert. Wo siehst du als Fachmann in 5 bis 10 Jahren die Schönheitschirurgie? Ich glaube, es wird sich nicht so arg viel ändern. Es ist jetzt ja in den letzten Jahren auch schon immer gewisse Wellenbewegungen oder Tendenzen. Ja? Das heißt, natürlich ist es so, dass wenn man jetzt über Brustvergrößerung redet, Implantate erst einmal immer größer, größer, größer wurden. Aber auch da gab es eigentlich schon wieder einen Schritt eher in Richtung vernünftiger. Und das ist auch gut so, bis auf einen gewissen Prozentsatz, der halt immer extremer wird. Und nachdem ja alles auf der Welt immer extremer wird, werden wir sicher auch in Zukunft noch extremere Extreme sehen sozusagen. Aber das Gros oder der Durchschnitt wird, glaube ich, schon vernünftig bleiben, also von dem her. Okay, bin ich gespannt. Lieber Peter, du hast ja, mein Thema ist ja hier immer Leidenschaft. Und du hast ja eine, wir haben ja eine gemeinsame Leidenschaft und das ist das Motorradfahren und die Harleys. Wann hat denn das zum Beispiel stattgefunden? War das deine erste Harley? Weil, wenn ja, als Springer, als erste Harley, muss ich sagen, da hat man, abgesehen vom oberen Teil deiner Kutte, hast du Geschmack bewiesen sehr früh schon, oder? War das der erste Harley? Das war meine erste Harley, das war ein 91er Springer Softail, die ich dann über 3-4 Winter bei einem sehr netten Schrauber in Schrobenhausen stückchenweise so in diese Richtung Oldstyle umbauen habe lassen. So, das war dann so, zum Schluss hat sie so ausgeschaut, sage ich jetzt einmal. Ja. Dann kommen wir genau in diese Richtung. Und bitte, liebe Damen und Herren, schauen Sie mal ganz kurz auf das Nummernschild. Ich liebe immer, wenn so Details am Start sind. Also A, ist das ein Streetglide, wahnsinnig schönes Motorrad. Und schauen Sie mal, was steht da hinten drauf? Niptak. Wo ist denn das, Peter? Wo ist denn das? Wo das ist in Kanada. Ich habe das Glück, dass meine Eltern, nachdem mein Vater sich pensionieren hat lassen,
sich dazu entschieden haben, immer einen Teil des Jahres in Kanada zu verbringen. Das heißt, die haben da ein kleines Häusl. Und deswegen haben wir natürlich in den letzten Jahren auch immer einen Urlaub im Jahr in Kanada verbringen können. Und ja, irgendwann war es soweit, dass ich wieder genug beiseite gelegt habe, dass ich mir dann da drüben auch ein Motorrad gekauft habe, weil es ja ein Blödsinn ist, wenn du sagst, jetzt im Urlaub hast du Zeit, sonst hast du eh immer keine Zeit. Und dann habe ich mir eben in Kanada die Streetglide gekauft. Und da ist es halt so wie in USA, dass du bei Wunschkennzeichen natürlich dann dich ausleben kannst sozusagen. Und Nip/Tuck hat es Gott sei Dank in Nova Scotia noch nicht gegeben. Insofern konnte ich mir das sichern. Was mir wirklich am Herzen liegt, was ja viele nicht wissen, also wir sind ja eigentlich Nachbarn, also mein Geschäftsbüro ist gegenüber von eurem. Und ich finde einfach eure Familie ein Wahnsinn. Ich kenne deine Frau und deinen Sohn. Dieses Bild ist absoluter Wahnsinn. Wir machen jetzt keine Werbung für den, der uns diese Kleider, weil ich habe ja dieselben Kleider auch gemacht hat, weil von dem bin ich enttäuscht. Erzähl mal, das ist 20er-Jahre-Stil. Dein Sohn, deine Frau, alle, ja besser auf deine Frau, alle im 20er-Jahre-Stil. Deinem Sohn ist ja leider ein hartes Schicksal widerfahren oder euch allen. Was ist denn mit eurem Sohn passiert? Ja, der Ben hat das Pech gehabt, dass er letztendlich mit einem Gendefekt auf die Welt kam, der sich allerdings erst im Alter von 6 dann bemerkbar gemacht hat. Also sprich, im ersten Schuljahr ist meine Frau mit ihm eigentlich zur Routinekontrolle zum Augenarzt gegangen. Der dann festgestellt hat, dass er schon nur noch naja, so 35% Sehkraft hat sozusagen. Und jetzt möchtest du eigentlich meinen, dass gerade wenn du jetzt auch noch Arzt bist, dass dir das auffällt. Aber selbst rückblickend betrachtet muss ich sagen, könnte ich sagen, höchstens 3-4 Wochen, dass ich einmal in die letzten 3-4 Wochen öfter gesagt habe, Mensch, jetzt, was weiß ich, erste Klasse Hausaufgaben, was sitzt denn da so krumm vorm Blatt, setz dich anständig hin, so kann man doch nicht schreiben und so weiter, ja. Also lange Rede, kurzer Sinn, der hat einfach einen genetischen Netzhautdefekt und das hat ihm relativ schnell dann fast sein komplettes Sehvermögen gekostet. Dadurch, dass das auch schwierig war, weil das eine ganz seltene Geschichte ist, sind wir auch erst einmal ziemlich hinterhergehinkt sozusagen, weil erst ging das in so ein paar andere Richtungen, Augenerkrankungen, die dann langsamer fortschreitend sind. Und immer wenn wir dann schon die richtige Lupe hatten, war die schon wieder nicht mehr gut. Und Schule war sowieso leider relativ schwierig. Da haben wir dann Gott sei Dank hier mit Oberau eine sehr gute Lösung gefunden. Inzwischen wird er sogar über Webschule heimgeschult, was eine super tolle Geschichte ist, muss ich sagen. Funktioniert extrem gut. Und ja, von dem her... Also ich als Außenstehender finde es nur noch bewundernswert, wirklich, wie toll ihr als Eltern mit ihm alles macht. Er ist ein wahnsinnig guter Sportler. Er ist nicht nur Skifahrer, wie man sieht. Also ja. Er hat da auch nicht großartig Angst, sondern ihr fahrt mit ihm an Eisbach nach München, gell? Da surft er auf der Welle. Seit letztem auch das, ja. Ja, also ich muss sagen, Wahnsinn! Also der Ben ist im Endeffekt wirklich mein Held, weil das ist unfassbar, was der da leistet. Ja. Im Endeffekt kann man sich das eigentlich nicht vorstellen, dass wenn du nur noch Hell- und Dunkelvermögen hast, dass du praktisch mehr oder weniger so, dass eigentlich keiner sieht, volles Rohr am Skihang unterwegs bist. Ja, das geht natürlich nur, weil man das so ein bisschen von diesem, ich kann noch ein bisschen sehen, rübergerettet haben. Also der konnte ja schon Skifahren, bevor ihm das widerfahren ist sozusagen. Und das Ganze funktioniert mit Funk. Aber jetzt, wie gesagt, stell dir mal vor, du hast jetzt nur einen Knopf im Ohr und einer sagt dir, die schwingen an und du fährst jetzt da mit, weiß ich nicht, wie viel km/h werden das sein, vielleicht 50, 60, die schwingen einen Skihang runter in dem Gefühl, dass du auch jeden Moment irgendwo was kommen kann. Einfahren kannst, sage ich jetzt mal, ja. Und ja, der hat ein Sportgefühl, das ist der Hammer. Also von mir hat er sicher nicht. Ich bin jetzt nicht der Unsportlichste, aber
Ja, aber was wir am Ende eben auch für ihn entdecken konnten, war dann das Surfen über die Surfhalle erst da, wo es ja so eine künstliche stehende Welle in der Halle gibt. Ja. Und da hat er in kontrollierten Bedingungen das auch rucki zucki eben super beherrscht. Und insofern habe ich dann gesagt, naja, jetzt wird es Zeit für einen Eisbach. Und dann war er also letztes Jahr da eben auch dann gleich mit dabei. Ja, das ist ja so ein bisschen eine schwierige Szene. Da haben sie am Anfang ja, wollen sie ja immer gar nicht, dass da jemand dazustößt. Aber Wahnsinn, Wahnsinn. Als dann natürlich gemerkt haben, dass der nichts sieht, war er da dann eigentlich auch relativ schnell gut integriert. Ich finde das ganz toll. Da braucht man Hilfe nicht. Ja, da bin ich natürlich dabei und sage, okay, jetzt kannst du losfahren, weil das geht ja immer rechte, linke Seite und so weiter. Und der braucht natürlich jemand, der dann sagt, okay, an der Stelle ist die Einstiegsstelle und jetzt kannst du losfahren. Aber das macht er ganz allein. Während beim Skifahren haben wir uns eben wirklich auf Teamwork abgestimmt und das funktioniert recht gut. Das finde ich Wahnsinn und das meine ich jetzt ernsthaft. Ich sage, es kommt vielleicht jetzt lustiger rüber, aber wenn es bei mir in meiner eigenen Wohnung, die ich ja in- und auswendig kenne, wenn es dunkel ist, weil das Licht ausfällt, hey, ich bin, wie soll ich sagen, wie ein Kleinkind. Ich finde mich nicht zurecht, obwohl alles wirklich sehr, sehr bekannt ist, weil es ist ja mein eigenes Zuhause. Aber ich kann nur sagen, ich sehe euch ja immer mit verschiedenen Sportgeräten zu irgendwelchen Locations fahren. Hut ab ist auch definitiv eine Art von Leidenschaft. Natürlich ist es das Kind, da brauchen wir nicht reden. Aber mit welcher Leidenschaft ihr ihn unterstützt und mit welcher Leidenschaft er das auch aufsaugt, das Ganze. Also ich kann nur sagen, ganz, ganz toll. Wirklich ganz toll. Peter, jetzt müssen wir schon noch ein bisschen Werbung für dich machen. Wo arbeitest du eigentlich? Also ich habe jetzt seit 7 oder 8 Jahren eine eigene Praxis mit einem sehr netten Kollegen zusammen, den ich damals aus der Medical One-Zeit kenne oder wo ich den kennengelernt habe. Und wir sind in München im Tal über Möbelböhmler. Also wenn es praktisch vom Marienplatz Richtung Isartor gehst, dann kommt der linker Hand erst der Schneiderbräu und dann eben das Möbelgeschäft Böhmler und da sind wir im 3. Stock. Das war natürlich immer der Traum, dass man am Ende das in der Selbstständigkeit machen kann. Es ist von dem her super, weil man natürlich auch das so abstimmen kann, dass man am Ende wirklich eine super Dienstleistung liefern kann, sage ich jetzt einmal. Ja, in dem Moment, wo du wieder darauf angewiesen bist, als Belegarzt an der Klinik zu gehen, da wird es dann halt schon wieder schwierig sozusagen. Und wir haben eigene OP-Räume, so dass wir wirklich alles selbstständig unter einem Dach haben. Und das ist auch für uns extrem angenehmes Arbeiten. Toll. Also liebe Damen und liebe Herren, wir sind leider, und ich muss dir ganz ehrlich sagen, Peter, ich habe mir gedacht, es wird, weiß ja, ich bin ja nicht so der seriöse Mensch, der gerne unterhält mit seriösen Themen, aber das interessiert mich einfach und ich dachte mir, hoffentlich kriege ich die Stunde mit meinen Fragen voll. Jetzt haben wir schon wieder überzogen, jetzt ist bald 20 nach 8. Peter, vielen, vielen Dank für deine offenen Worte und für das schöne Gespräch. Wir zwei treffen uns ja privat definitiv. Du musst jetzt aber noch dranbleiben, weil ich werde jetzt noch einiges erzählen, was so abläuft. Also erst einmal, nächste Woche, morgen am Mittwoch. Morgen in einer Woche habe ich einen neuen Gast. Ich kenne ihn auch persönlich zum Glück. Er hat ein Leben und lieber Peter, wenn du Zeit hast, ist es genau was für dich. Und nicht nur, er ist ein Klassiker als Mensch, sondern er ist auch beruflich ein wahnsinniger Klassiker. Und was er alles jetzt so tut, sehen wir mal kurz hier. Und zwar, es geht um meinen Spezel, um den Chicken. Der Chicken hat nicht nur eine Farm, eine Hühnerfarm, sondern hat auch Harley Davidson Würzburg Village ins Leben gerufen. Ist ein Enthusiast, ist ein Schrauber, hat für den Papst eine Harley gebaut und ab 7. April um 22.15 Uhr geht der Chicken mit seiner neuen Serie online und nächsten Mittwoch habe ich ihn als Gast hier. Dabei freue ich mich sehr, weil dieser Mensch einiges zu erzählen hat und ich glaube, das Thema Harley wird dich natürlich auch interessieren. Aber nicht zu weit, morgen habe ich Max Grunseder bei mir als Gast und der Max ist nicht nur ein gut aussehender Mann, nein, er ist bekannt, weil er bei einer
klassischen Band namens Die schon wieder spielt. Und er hat einiges zu erzählen. Das ist der Max für die Damen. Mein Gott, ist dieser Mensch gut aussehend. Ach, er hat einige Hits, die wir kennen, produziert, arbeitet bei der Rockantenne. Und morgen um 19 Uhr wird mein Max mein Interviewpartner sein. Und lieber Peter, dich entlasse ich jetzt einfach nur mit den besten Wünschen. Ich wünsche dir alles Gute. Ben, deinem Sohn, alles Gute. Deiner Frau, liebe Grüße. Und wir sehen uns bald. Keep on rolling, mein Guter. Vielen Dank. Nett war's. Vielen Dank. Danke, Peter. Alles Gute. Am Dani ein schöner Grüß. Ich freue mich schon auf die nächste Session. Sag ich. Alles Gute, lieber Peter. Mach's gut. Ciao. Ciao. So, das war unser Peter. Und ich kann nur sagen, es geht weiter morgen um 19 Uhr mit Max Kronseder von Dejo wieder. Und was diese Woche noch passiert, kann ich ehrlich gesagt noch nicht so sagen. Denn es steht noch ein prominenter Gast so ein bisschen in der Warteschleife. Aber der weiß noch nicht, ob, wie, wann, wo, was. So sind sie halt. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Abend. Jetzt gehen die ganzen tollen Filme los. Die niveauvollen, wie zum Beispiel Promis unter Palmen, wo, glaube ich, die Hälfte der Damen und Herren schon beim Peter unter Messer gelegen sind. Nee, nicht beim Peter, sondern bei einem, der sich ausgibt, dass er der Peter wäre, weil die Damen und Herren sind offensichtlich nicht gut operiert. So, wir sehen uns morgen um 19 Uhr. Macht's es gut, schönen Tag, bleibt's gesund und ich freue mich auf morgen, viele Zuschauer. Macht's es gut, tschaußen, pfiat euch.